15 Minuten nach 18 Uhr ist es mittlerweile. Ich habe mich gerade nochmal vergewissert. Und 11 Sekunden, so lange sind schon die ersten Läuferinnen beim 10. Engelhorn-Frauenlauf in Mannheim auf der Strecke, also 7 Kilometer Strecke. Und es gibt eine Rekordteilnehmerzahl. 2200 Läuferinnen sind es in etwa, so viele wie nie zuvor. 7 Kilometer, das ist auch eher etwas außergewöhnlich. Normalerweise ist diese Strecke etwas kürzer, aber sie musste eben wegen der Bundesgartenschau auf eine andere Strecke gebracht werden. Gut, nimmt man doch gerne mal in Kauf. Unverändert jedenfalls sind Start und Ziel am Hans-Reschke-Ufer. Schon vor dem Lauf, da gab es eine gemeinsame Yoga-Session. Eine Trainerin des TSV Mannheim sollte dann die Läuferin aus dem Alltagsstress holen und auf den Lauf vorbereiten. Mit der Zielankunft der tausenden Läuferinnen ist dann dieser Jubiläumslauf noch nicht vorbei. Max Fischer hat mit Carla Singelmann vom Veranstalter N+ Sport über den Tag gesprochen. Frau Singelmann, es ist die 10. Ausgabe des Frauenlaufs, Jubiläum also heute. Was ist das Besondere an dem Event? Ich glaube, das Besondere ist einfach, dass alle Frauen zusammenkommen hier. Diesmal haben wir auch sehr schönes Wetter. Wir haben jetzt eigentlich auf Altbewährtes gesetzt. Also wir haben erst den Lauf, im Anschluss das Rahmenprogramm und die Afterrun-Party. Wir haben uns auch aus dem letzten Jahr noch die Yoga-Session mitgenommen. Die ist jetzt um 16 Uhr gestartet, ist also mittlerweile schon vorbei. Und auch den extra Walkerin-Startblock haben wir aus dem vergangenen Jahr beibehalten. Beibehalten haben Sie auch den Charity-Gedanken, bedeutet, Sie spenden 1 Euro pro Teilnehmerin an soziale Projekte. Was genau unterstützen Sie da? Genau, also wir haben da tatsächlich zwei Parts. Einmal unseren Vereinspartner, den TSV Mannheim von 1846 e.V. Hier findet ja auch das Event wieder statt auf dem Gelände. Und die unterstützen uns einfach neben der Location auch mit der Kinderbetreuung und mit der Kleiderbeutelabgabe. Die Yoga-Session ist von einer Trainerin vom TSV 1846 gemacht worden. Und auf der anderen Seite haben wir unseren offiziellen Charity-Partner. Das ist Plan International Deutschland e.V., auch schon lange Jahre dabei. Und die setzen sich als Kinderschutzorganisationen weltweit für Kinder ein. Und das ist in diesem Jahr das Projekt Kinder brauchen Bildung mit dem Fokus auf die Schulbildung und Gleichberechtigung. Sie haben es schon gesagt, super Wetter heute, schweißtreibende Angelegenheit für die Läuferin. Und wenn die Damen dann ins Ziel kommen, ist das Event ja noch nicht vorbei, denn es gibt noch ein Special am Ende dann. Genau, wie immer geht es direkt über in die Afterrun-Party. Da ist auch noch ein bisschen Programm angesagt. Wir haben die ganze Zeit schon eine DJ gehabt. Und im Anschluss, wenn die Mädels im Ziel sind, nach der Zielerfrischung, gibt es dann die Liveband. Das ist in diesem Jahr The Helmuts. Und es gibt eine Kurzunterbrechung mit der großen Siegerehrung, wie jedes Jahr auf der Bühne. Und danach geht es nochmal weiter mit der Live-Musik und dann Open End bzw. bis 22 Uhr kleine Party hier. Und ganz wichtig vielleicht nochmal zu betonen, jeder ist hier heute Siegerin, bedeutet jeder bekommt eine Medaille, der hier oder die hier ins Ziel kommt. Natürlich, die Finisher-Medaille gibt es für jede Läuferin, die die Ziellinie überquert. Dann sagen wir vielen Dank und drücken allen Läuferinnen die Daumen bei dem Lauf heute.